Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Secrets auf Schloss Einstein. In der Mystery Staffel 24 geht es um ein großes Geheimnis ehemaliger Einsteiner. Und um das zu lüften, müssen die neuen Einsteiner wirklich Grenzen überschreiten und sich richtig was trauen. Allen voran das Ermittlertrio. Sie decken jede Menge rätselhafter Sachen auf und sie brechen sogar in ein Haus ein. Und genau diese drei sind heute bei mir. Los geht's mit Mathilda. Ihre Rolle Joyce ist eine echte Kämpfernatur mit grünem Gürtel in Karate und einer echt großen Klappe. Malik, seine Rolle Paul, das laufende Lexikon. Paul weiß wirklich alles und er knackt jedes Rätsel. Und Amelie ist mit dabei. Als Finja wird sie zur echten Meisterdetektivin. Hallöchen! Hi. Herzlich willkommen, ihr drei, zu den neuen Secrets aus Schloss Einstein, zu der Staffel 24. Und ihr als Trio habt ja eigentlich so die komplizierteste, krasseste Aufgabe in der Staffel, ne? Nämlich? Den Orden aufzudecken oder das Geheimnis des Ordens. Genau so. Und da kommt auch schon was angefahren. Nämlich, da sehen wir es jetzt. Ja. Das Atomsymbol. Genau, ich habe hier auch eins. Und guck mal, Amelie, du hast bei dir auch eins. Das ist das Armband von Constanze. Ja. Aha, so sieht es also aus. Dieses vor die Füße gefallen und dann ging deine Arbeit als Spürnase los. Und jetzt pass auf. Joggerin, Atomarmband. Pigalke, Atom-Tetto. Schmetterling. Pavel, Atom-Anhänger. Was sagst du jetzt? Das wissen wir alles schon. Aber jemand weiß mehr. Finde ich total coole Entwicklung bei deiner Rolle. Letztes Jahr noch die Kleine von den Zirkusschwestern und jetzt die Superspürnase. Was war denn so dein Highlight als Detektivin? Also in der 23. Staffel war Finja halt wirklich zurückhaltend und sie hat auch nicht viel gemacht. Und in der 24. hat sie aber auch zum Beispiel ein bisschen bestimmt, sag ich mal, auch über diesen Detektivclub. Ja. Also ich finde es auch gut, dass Finja so mutiger wird und auch zeigt, was sie kann, sag ich mal. Definitiv. Über deine Rolle müssen wir gar nicht viel sprechen. Die ist so cool. Du kannst so Vollgas geben als Joyce. Ja, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht bei der Staffel? Also ich mochte es, so Szenen zu drehen, wo Joyce so ein bisschen ausrastet. Also zum Beispiel in der einen Szene, da schreit Joyce. Also das hat Spaß gemacht. Das hat Überwindung gekostet, aber es hat übel Spaß gemacht. Und auch so Szenen, wo ich selber, also Mathilda, sich das nicht trauen würde, sowas zu machen, das dann als Joyce zu tun, das fand ich cool. Zum Beispiel? Keine Ahnung, zum Beispiel laut zu singen, einfach in der Öffentlichkeit oder, ja, keine Ahnung, einfach Leuten die Meinung zu sagen, auch wenn sie nicht unbedingt positiv ist. Das sind alles Vorzüge einer Schauspielerin, die du ja geworden bist. Wir haben ein Foto von dir beim Casting. Uiuiui, ja. Uiuiui. Schon ein bisschen her jetzt. Ein gutes Jahr. Warum wolltest du unbedingt zu Schloss Einstein? Boah, also Schauspielern fand ich halt einfach übelst cool. Ich habe vorher jetzt nicht so professionelles, also ich war in der Schule, in der Grundschule und so ein paar Theaterstücke halt aufgeführt und keine Ahnung, ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich wollte auch so ein Casting einfach mal ausprobieren. Also meine Intention war eher so herauszufinden, wie das so ist, so bei so einem Casting und sowas. Dann hat es aber trotzdem funktioniert und ich bin mega glücklich auf jeden Fall. Mega. Malik, deine Rolle Paul ist ja the brain quasi. Du löst sehr gerne Rätsel. Wie war es, Paul zu spielen für dich? Also als ich zu Hause saß und mir die Szene durchgelesen habe, und dann, also ich lese mir die Szenen durch und dann merke ich halt, was er so alles labert. Und dann, ja, also Paul, also bin ich glücklich, dass ich die Rolle bekommen habe. Ich fand die schon sehr cool. Aber du lernst auch sehr viel Text. Ja, das war ab und zu sehr anstrengend. Ja. Dein Papa ist ja auch Schauspieler, bekanntermaßen. Hat er irgendwelche Tipps für dich gehabt? Ja, doch, er hat mir am Anfang hat er mir erklärt, wie man das so machen muss, wie man das üben muss. Was für Tipps hatte er so für dich? Wie man die Szene spielt, wie man damit halt besser umgeht, dass man locker bleiben muss, dass man nicht so aufgeregt sein muss. Ja, ja, sowas. Ihr als Ermittler-Trio müsst ja recherchieren, ihr deckt irgendwelche Geheimnisse auf oder denkt zumindest, ihr habt es jetzt herausgefunden. Und das ist im Prinzip auch genau mein Job für die neue Runde Secrets of Schloss Einstein. Ich habe mir allerdings ein paar Verbündete gesucht. Das sind so meine Secret-Boten. Und mein erster Verbündeter mit dem Secret für euch ist Flavius, der den Orkan spielt. Na, ihr drei. Als ich zum ersten Mal am Set aufgetaucht bin, haben mich die drei auch nicht sofort erkannt. Also für die war ich wirklich der geheimnisvolle Fremder. Aber ich war auch schon in meiner Rolle, ne? Voll geheimnisvoll und so. Wie stolz er auch darauf ist, dass er nicht sofort erkannt worden ist. Wann habt ihr denn gemerkt, ey, das ist doch einer
von den Einsteinern? Also, er ist gekommen und war erstmal da und wir haben immer solche Wärmejacken, wenn es draußen kalt ist. Mhm. Und ich habe immer so eine richtig, richtig dicke und ich laufe dann immer so durchs Set. Und dann kam der so zu mir und meinte, ja, das war meine Wärmejacke. Und ich so, hä? Ah. Er hat sich verraten. Ja. Nee, ne? Wo ist denn der blöde USB-Stick? Und Orkan war ja eigentlich nicht so, wir haben nicht herausgefunden, dass er das ist, sondern wir haben uns ja versteckt, logischerweise. Mhm. Und da haben wir den dann gesehen. Und Paul, Finja und Joyce haben den aber gar nicht erkannt erst. Und dann im Endeffekt gemerkt, ja, das war wohl doch ein alter Einsteiner. Ich weiß noch, als wir uns da verstecken mussten, da musste ich in so einen alten Spind gehen. Und der Spind war voller Spinnen. Oh. Und ich hab's nicht so mit Spinnen. Oh nein, und dann musste ich da so drinstehen. Und die saßen dann so da an den Seiten. Aber wie cool eigentlich, dass es so eure Rollen entdecken, die ehemaligen Einsteiner, aber ihr dann in echt auch quasi so, ne? Ihr lernt die so kennen, die damals da waren. Guckt mal bei euch unter euren Sitzen, da habe ich noch was versteckt. Ja. Auch eine Hilfe, um die ehemaligen Einsteiner zu entlarven, die Jahrbücher. Ich habe Klassenfoto. Ich habe auch welche. Du hast auch welche? Ja. Der Typ vom Dachboden. Der Typ, der den Fake-Anhänger geklaut hat und sein Kumpel. Das ist die Joggerin. Wir haben die Konstanze entdeckt. Die war ja die Joggerin und die hat ja Finja so geholfen, als sie gemobbt wurde. Mhm. Also Finja kannte das Gesicht. Und Dominik und Raphael haben wir auch entdeckt. Das ist, glaube ich, in Maliks Jahrbuch. Da kann ich mich noch dran erinnern. Hier und hier. Jedenfalls habe ich da bemerkt, das sind doch die, die das Atomsymbol geklaut haben, also den Anhänger. Ja. Es stehen bleiben! Dadurch haben wir dann entdeckt, oh, das waren auch alte Einsteiner. Wie ist es denn jetzt? Ist der Orden Freund oder Feind der Einsteiner? Freund. Ich würde auch sagen Freund. Freund. Weil? Zum Beispiel, die meinten halt, dass die Zirkuskinder nur ans Einstein gekommen sind durch die. Ja. Wer seid ihr? Einsteins Erben. Ein Geheimorden der Ehemaligen. Also der Orden möchte, dass es den Einsteinern gut geht. Ja. Also er hat schon so seine Wege, dass da alles dann zu helfen und so. Aber ich glaube, an sich ist es auf jeden Fall eher ein Freund als ein Feind. Ja. Wie war das denn beim Dreh mit den ehemaligen Einsteinern? Als ich mit Henrike gedreht habe, die Rolle Konstanze hat, da war ich auch noch ganz aufgeregt. Und als ich die Drehbücher bekommen habe, war ich auch so, weil das war so meine Lieblingsrolle und auch mein Bruder, der guckt ja auch manchmal alte Folgen mit und er fand die auch immer ganz cool. Ja. So, oh, da darfst du mit der drehen. Ach, wie schön. Was war denn so für euch der beste Drehmoment mit dem Orden? Also mir hat besonders gut der Tag gefallen, wo wir oben mit dem Fallschirm gedreht haben. Es war zwar mega heiß, also und dann auch noch mit dem Fallschirm über uns drüber. Aber es hat einfach total viel Spaß gemacht und auch mit Holly und hinter der Kamera. Es war einfach super der schöne Drehtag und es war einfach ein mega cooles Erlebnis. Auch so die Angst so zu spielen, also es war ja auch so, Joyce wollte eigentlich nicht so zeigen, ja, ich habe Angst. Aber sie natürlich hatte sie Angst. Ich meine, dir wird gerade ein Fallschirm über den Kopf geworfen. Du verlierst gefühlt die Orientierung. Ja. Aber sie ist dann trotzdem so, ich schaff das. Komm, Gegner, wo bist du? Ich bin der Bodyguard. Hey. Ja, genau. Das war richtig schön. Es gab eine Szene in der Staffel 24, die super cool war. Und zwar der Einbruch in Piers Haus. Ja. Wie war das? Also mein Highlight da war die Schildkröte. Ja, ich glaube, es gibt bei der Szene, glaube ich, ganz, ganz viele Secrets, die uns jetzt ein bisschen erzählen können. Weil wir sehen ja immer nur diese Bilder. Frau Piegeikes Haus? Die habe ich ja müssten hier drin sein. Dieses Haus ist bestimmt voller Sicherheitstechnik. Als würden wir so dumm sein und da einbrechen. Ich weiß nicht, die hatte keinen Namen, als die gekommen ist. Schildi. Und dann haben wir die Schildi, so aber mit süß, Ö genannt. Ja. Schildi. Richtig niedlich. Doch, die war aber eigentlich ganz groß, oder? Ja, ja. die war schon so groß. Die war auch schwer. Die ist gekommen mit so ihrer Frau, also die Besitzerin. Und dann das Erste, was wir alle gefragt haben, wie heißt die denn? Und die so... Na, die hat keinen Namen. Und da haben wir sie Schildi genannt. Ja. Ja, also wenn ihr bisher dachtet, dass es nur eine gab, dann habe ich ja tatsächlich noch ein kleines Secret. Es waren nämlich zwei. Hä? Eine für innen und eine für außen.
Wirklich? Aber mit der Inn haben wir ja nie gedreht. Aha. Also da waren wir ja nicht dabei. Also es gab tatsächlich zwei Schildkröten. Die für außen war eher so ein bisschen träger. Da konnte man das dann in Ruhe drehen. Und die für innen war so ein bisschen agiler, ein bisschen mobiler. Und die hätte dann die Szene gedreht, die wir gerade gesehen haben. Und das war tatsächlich ein sogenannter One-Taker. Das heißt, es wurde nur einmal gemacht. Die Schildkröte hat das perfekt gemacht. Also, wenn ihr Tipps zum Thema Schauspielerei braucht, fragt Schildi. Kann ich, glaube ich, ganz gut helfen. Du kannst uns noch was erzählen. Du hast ja auch mit Special Effects gearbeitet beim Dreh. Die Joyce. Die Joyce. Ich sag nur Karate. Ja, Karate. Ah, ja, die Tür. Ach so. Victor! Karate. Ich bin da auf so einem... Auf dem Schrank wurdest du doch dahin geschrieben, oder nicht? Ja, genau, das war ein Spind. Ich wurde auf einem Spind gegen die Tür gefahren. Das war richtig umständlich, weil ich da wirklich so verrenkt saß und ich musste die ganze Zeit so da sitzen. Dann wurde ich da gegengeschoben und dann habe ich halt getreten. Ich war tatsächlich einmal dabei für Kika Live Backstage. Da haben wir uns ja kennengelernt, das erste Mal. Das war auch ein Außendreh, auch mit Abstand, auch mit Masken, alle hinter der Kamera sowieso. Und da ging es um eine geheimnisvolle Falltür, die in diesen Geheimraum gehen sollte. Ja. Ging es da wirklich in den Geheimraum runter? Nee. Der Geheimraum war tatsächlich da, wo das Internat ist, ein bisschen weiter in den Wald rein. Da war dann der... Das ist spooky da. Genau, das ist der Geheimraum und der ist nicht da, wo wir gedreht haben. Es ist dunkel und man konnte halt nicht so viel sehen. Ja, ab und zu. Also ich bin auch die Treppe, die war halt ganz klein, die Stufen waren gefühlt übereinander. Wir haben mal schön ab und zu hingeklatscht. Und dann wurde der Raum auch noch geflutet, richtig? Ja, genau. Da war auch die Feuerwehr. Ja, das war eine meiner Lieblingsszenen. Ja? Ja. Erzähl. Es war halt mega cool, weil ich glaube, ich hatte ein Handy. 59, 58, 57. Wenn ich runtergezählt habe auf 0, dann wurde alles geflutet. Mhm. Und wir mussten halt dann mega schnell die Treppe hochlaufen und weg. Und Herr Berger hat das halt versucht, irgendwie aufzuhalten. Hat es dann aber halt nicht geschafft. Ja. Ja, das war schon cool. Wir hatten ja auch nur einen Versuch. Also der Raum kann ja nicht zweimal geflutet werden, ne? Stimmt. Also was wir gesehen haben, war, dann wurde hier ein bisschen Wasser hingemacht und hier. Ja. Und dann kam hier ein bisschen Wasser raus. Und dann aber, ich habe dann die Szene gesehen und dann sah es wirklich viel, viel mehr aus. Als dann. Das haben die richtig gut gemacht. Genau. Überall getrickst. Ja. Gibt es bei euch viele Outtakes eigentlich, wenn ihr dreht? Ja, schon. Also mein persönlicher Favorite war die Szene mit dem Kaugummi. Ist ja eigentlich ganz okay, so eine Kaugummiblase zu machen halt. Aber es kann halt auch schief gehen. So zum Beispiel einmal habe ich eine Blase gemacht, aber die ist nicht geplatzt. Oh nein. Sie war halt so groß gefühlt, aber sie ist einfach nicht geplatzt. Das war mir richtig unangenehm. Tut mir leid. Das war richtig witzig. Also ich habe mega gelacht dann auch. Ja. Genau, das ist so mein Favorite Outtake von mir. Ja. Das Trio und der Orden verbünden sich dann miteinander. Und der Orden ist dafür da, das Einstein zu schützen. Der Orden hilft auch Kindern mit schwierigen Vergangenheiten. Von daher ist der Orden eine gute Sache. Und ich glaube, wir sind uns in einer Sache einig. Die erste Regel des Ordens ist... Es gibt keinen Orden. Aber es gibt ganz, ganz viele weitere Geheimnisse der Mystery Staffel 24. Ich habe sie alle für euch und werde sie euch nach und nach verraten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Tschüss!